Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer BOAI-Sendereihe. Heute geht es um das Buch Die China Study von T. Colin Campbell und Thomas M. Campbell mit dem Untertitel Die wissenschaftliche Begründung für eine vegane Ernährungsweise. Professor Dr. Colin Campbell war mehr als 40 Jahre an der Spitze der Ernährungsforschung tätig. Sein Vermächtnis, die China Study, ist die umfassendste Studie über Gesundheit und Ernährung, die jemals durchgeführt wurde. Dr. Campbell erhielt mehrere Auszeichnungen. Die China Study stellt den Höhepunkt der 20-jährigen Zusammenarbeit zwischen der Cornell-Universität, der Oxford-Universität und der Chinesischen Akademie für Präventivmedizin dar. Ich beschränke mich heute ausschließlich auf Leseproben aus diesem Buch und werde Sie auch am Umblättern partizipieren lassen. Das Buch selbst hat 421 Seiten. Los geht's! Jetzt, nach Jahrzehnten experimenteller Studien über Ernährung und Gesundheit, weiß ich, dass genau diese Erkrankung, die koronare Herzkrankheit, die meinen Vater getötet hatte, nicht nur verhindert, sondern sogar rückgängig gemacht werden kann. Allerdings ist die häufigste Todesursache in unserer westlichen Gesellschaft nicht Adipositas, Diabetes oder Krebs, sondern die koronare Herzkrankheit. Die dramatischste und neueste Erkenntnis ist, dass die koronare Herzkrankheit durch eine gesunde Ernährungsweise nicht nur verhindert, sondern sogar rückgängig gemacht werden kann. Eine der meist angesehenen Stimmen in medizinischen Kreisen, das Journal of the American Medical Association, JAMA abgekürzt, veröffentlichte einen neuen Artikel von Dr. Med Barbara Starfield, in welchem diese darlegt, dass jährlich 225.400 Menschen durch ärztliche Kunstfehler und unerwünschte Wirkungen von Medikamenten oder Operationen getötet werden. Die letzte und größte Kategorie der Todesursachen umfasst die stationären Patienten, die an toxischen, unbeabsichtigten und unerwünschten Wirkungen eines Arzneimittels während der Behandlung mit der üblichen vorschriftsmäßigen Dosierung sterben. Wir neigen dazu, eine einseitige Diät nach der anderen zu befolgen. Ich wende mich an Ihre Intelligenz, nicht an Ihre Fähigkeit, ein Rezept oder einen Menüplan zu befolgen. So, was ist nun mein Rezept für dauerhafte Gesundheit? Kurz gesagt handelt es sich dabei um den vielfältigen Gesundheitsnutzen pflanzlicher, vollwertiger Nahrungsmittel und die weitgehend unbeachteten Gesundheitsrisiken von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft, welche alle Fleischarten, Milchprodukte und Eier beinhalten. Ich pflegte sogar die Ansichten von Vegetariern zu beklagen, als ich Nahrungsmittelbiochemie in Vorklinikkursen unterrichtete. Es ist eine Art von Wissenschaft, für die ursprünglich bereits vor 2400 Jahren Hippokrates, der Vater der westlichen Medizin, eingetreten ist, indem er sagte, Zitat, es gibt in der Tat zwei Dinge, zu wissen und zu glauben, dass man weiß. Zu wissen ist Wissenschaft, zu glauben, dass man weiß, ist Ignoranz, Ende des Zitats. Die China Study, deren Leiter ich war, begann 1983 und dauert noch immer an. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der Nutzen, den eine Ernährung mit pflanzlichen Nahrungsmitteln bringt, bei weitem vielfältiger und eindrucksvoller ist als bei jeder medikamentösen oder chirurgischen Therapie in der medizinischen Praxis. Zudem existieren nun beeindruckende Belege, die beweisen, dass fortgeschrittene Herzerkrankungen, bestimmte relativ fortgeschrittene Krebsarten, Diabetes und einige andere degenerative Erkrankungen durch Ernährung rückgängig gemacht werden können. In meinem eigenen Labor haben wir in Tierversuchen nachgewiesen,
dass das Krebswachstum mittels Ernährung an- bzw. abgestellt werden kann, unabhängig von einer sehr starken genetischen Prädisposition. Vor einem Jahrhundert untersuchte Professor Russell Chittenden, ein bekannter Ernährungswissenschaftler an der Medizinischen Fakultät der Yale-Universität, den Einfluss einer rein pflanzlichen Diät auf die körperliche Leistungsfähigkeit von Studierenden. Es ist an der Zeit, sich zu erheben, reinen Tisch zu machen und die Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Die Geschichte des Proteins ist zum Teil wissenschaftlich, zum Teil kulturell bedingt und basiert zu einem großen Teil auf einem Mythos. Ich erinnere mich an die Worte Goethes, auf die mich erstmals mein Freund Howard Lyman, ein prominenter Lektor, Autor und ehemaliger Viehzüchter, aufmerksam machte. Zitat, jetzt also Goethe-Zitat, wir sind am besten darin, die offensichtlichen Dinge zu verbergen. Schlusshäkchen. Nichts wurde so gut verborgen wie die unbekannte Geschichte des Proteins. Wir wissen heutzutage, dass der menschliche Organismus mittels hochkomplexer Stoffwechselabläufe imstande ist, alle essentiellen Aminosäuren aus der natürlichen Vielfalt der pflanzlichen Proteine zu beziehen. Wenn ich diese Geschichte glauben wollte, gab es nur eine Lösung. Ich musste mit einer experimentellen Grundlagenforschung beginnen, um nicht nur herauszufinden, ob, sondern auch wie der Verzehr von mehr Protein zu mehr Krebs führen kann. Aber darüber hinaus führten die Studienergebnisse zu breiteren Fragestellungen, Fragen, die letztendlich zu Rissen in den eigentlichen Grundfesten unserer Auffassung von Gesundheit und Ernährung führen könnten. Wissenschaftliche Beweise sind schwer definierbar. Sogar mehr als in den Kernwissenschaften Biologie, Chemie und Physik ist die Aufstellung eines absoluten Beweises in Medizin und Gesundheit beinahe unmöglich. Das primäre Anliegen in wissenschaftlichen Untersuchungen ist es, zu ermitteln, was wahrscheinlich zutrifft. Der Grund hierfür ist, dass Gesundheitsforschung von Natur aus Statistik ist. Angenommen, Sie werfen einen Ball in die Luft. Wird er herunterfallen? Ja, jedes Mal. Das ist Physik. Angenommen, Sie rauchen 4 Packungen Zigaretten am Tag. Werden Sie an Lungenkrebs erkranken? Die Antwort ist vielleicht. Wir wissen, dass die Chancen auf Lungenkrebs viel höher sind, als wenn Sie nicht rauchen würden. Und wir können Ihnen sagen, wie diese Chancen statistisch stehen. Aber wir können nicht mit Sicherheit wissen, ob Sie als Individuum an Lungenkrebs erkranken werden. In der Ernährungswissenschaft ist das Entwirren der Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit nicht so geradlinig. Menschen leben alle Arten von unterschiedlichen Leben, haben unterschiedliche genetische Hintergründe und essen unterschiedliche Nahrungsmittel. Wenn das Gewicht der Belege eine Annahme derart unterstützt, dass diese nicht länger glaubhaft zurückgewiesen werden kann, so machen wir diese Annahme als wahrscheinliche Wahrheit geltend. Es gibt mehrere Konzepte, die man ins Auge fassen sollte, wenn man das Gewicht der Beweisgründe beurteilt, einschließlich der folgenden: Korrelation versus Kausalzusammenhang. Sie werden feststellen, dass in vielen Studien die Worte Korrelation bzw. Übereinstimmung und Zusammenhang verwendet werden, um eine Beziehung zwischen zwei Faktoren zu beschreiben und vielleicht sogar auf ein Ursache-Wirkungs-Verhältnis hinzuweisen. Dieses Konzept wird in der China Study besonders hervorgehoben. Wir beobachteten, ob es Beziehungsmuster zwischen den unterschiedlichen Ernährungsweisen, Lebensstilen und Erkrankungen innerhalb der Untersuchung von 65 Landkreisen und 130 Dörfern bei 6.500 Erwachsenen und ihren Familien
gab. Die China Study beispielsweise enthält über 8000 statistisch signifikante Korrelationen. Statistische Signifikanz ist ein Maß dafür, ob eine beobachtete experimentelle Auswirkung wirklich zuverlässig oder nur ein Zufallsprodukt ist. Und jetzt blättere ich einige Seiten durch, da geht es vorwiegend um Krebs, da habe ich mir nichts angemarkert, um es Ihnen vorzulesen, es geht also dann weiter. Nicht alle Proteine sind gleich. Die Bekämpfung von Krebs mittels Ernährung war und ist noch immer eine radikale Vorstellung. Als ob dies nicht genug wäre, würde ein weiterer Punkt für brisante Ergebnisse sorgen. Machte es einen Unterschied, welcher Proteintyp in diesen Experimenten verwendet wurde? Durch Ernährung kann Krebs ein- und ausgeschaltet werden. Es steht außer Zweifel, Kuhmilchprotein ist ein außerordentlich potenter Krebswachstumsförderer bei Ratten mit Aflatoxinbelastung. Mittlerweile hatten wir mehr als genug Belege, dass Casein, dieses heilige Protein aus der Kuhmilch, das Wachstum von Leberkrebs dramatisch fördert, und zwar bei Ratten mit Aflatoxinbelastung und bei Mäusen mit Hepatitis B-Virusinfektionen. Nährstoffe aus Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs steigerten das Tumorwachstum, während Nährstoffe aus pflanzlichen Nahrungsmitteln die Tumorentwicklung reduzierten. Und jetzt blättere ich wieder einiges weiter. Am Ende der Untersuchung hatten wir mehr als 8000 statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen Lebensstil, Ernährungs- und Erkrankungsvariablen. Wir hatten eine Untersuchung, die hinsichtlich Qualität, Umfang und Einzigartigkeit unübertroffen war. Wir hatten etwas, das die New York Times als den Grand Prix der Epidemiologie bezeichnete. Es war eine seltene Gelegenheit, die gesundheitlichen Auswirkungen einer größtenteils pflanzlichen Ernährung zu untersuchen. In den USA stammen 15-16% der gesamten Kalorien aus Protein und über 80% dieser Menge stammen aus Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs. Im ländlichen Raum Chinas stammen allerdings lediglich 9-10% der aufgenommenen Kalorienmenge aus Protein und nur 10% des Proteins stammen von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft. Tatsächlich vergleichen wir im Fall von China eine Ernährung, die reich an pflanzlichen Nahrungsmitteln ist, mit einer Ernährung, die noch reicher an pflanzlichen Nahrungsmitteln ist. Nahrungsfette und Nahrungskolesterin werden nicht zwangsläufig in Körperfett und Blutcholesterin umgewandelt. Aufgrund dieser Komplexität können die gesundheitlichen Auswirkungen der Aufnahme von Nahrungsfett und Nahrungskolesterin von den gesundheitlichen Auswirkungen eines erhöhten Blutcholesterins, was Ihr Arzt kontrolliert, oder zu viel an Körperfett sehr verschieden sein. Niedrigere Blutcholesterinwerte stehen in direktem Zusammenhang mit niedrigeren Raten von Herzerkrankungen, Krebs und anderen westlichen Erkrankungen. Das gilt sogar für Werte, die weit niedriger sind als die im Westen als gefahrlos erachteten. Blutcholesterin ist eindeutig ein wichtiger Indikator für das Erkrankungsrisiko. Die große Frage stellt sich nun, wie wird das Blutcholesterin durch Essen beeinflusst? Kurz umrissen ist es so,
dass der Verzehr von Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs mit steigenden Blutcholesterinwerten korreliert. Beinahe ohne Ausnahmen war die Aufnahme von Nährstoffen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln mit abnehmenden Blutcholesterinspiegeln assoziiert. Sogar diese kleinen Mengen von Tierprodukten im ländlichen China erhöhten das Risiko für westliche Erkrankungen. Und wir blättern wieder, diesmal einige Seiten weiter. Der Konsum tierischen Proteins war in der China Study auf überzeugende Weise mit der Krebshäufigkeit in Familien assoziiert. Diese Verbindung ist eine eindrucksvolle und signifikante Beobachtung, bedenkt man den außergewöhnlich niedrigen Konsum von tierischen Proteinen in China. Ballaststoffe sind imstande, Wasser aus dem Körper in den Darm zu ziehen, wodurch der Darminhalt besser fortbewegt werden kann. Diese unverdauten Ballaststoffe sammeln ähnlich einem Klebeband schädliche chemische Substanzen auf, die ihren Weg in unsere Gedärme gefunden haben und die krebserregend sein könnten. Ballaststoffe sind ausschließlich in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten. Dieses Fasermaterial, das den Zellwänden der Pflanzen die nötige Stabilität verleiht, kommt in tausenden unterschiedlichen chemischen Variationen vor. Es besteht hauptsächlich aus hochkomplexen Kohlenhydratmolekülen. Wir verdauen sehr wenige oder gar keine Ballaststoffe. Die durchschnittliche Ballaststoffaufnahme ist in China ungefähr dreimal so hoch wie in den USA. Die Farben der Früchte und Gemüsesorten rühren von einer Vielzahl von chemischen Substanzen namens Antioxidantien her. Diese chemischen Substanzen kommen beinahe ausschließlich in Pflanzen vor. Einige der Antioxidantien werden Carotinoide genannt, von denen es Hunderte gibt. Ihre Farbbandbreite reicht vom Gelb der Beta-Carotine Kürbis über das Rot der Lycopine Tomaten bis hin zum Orange der seltsam klingenden Chrytoxanthine Orangen. Andere Antioxidantien können farblos sein, wie zum Beispiel Ascorbinsäure, Vitamin C oder Vitamin E, die als Antioxidantien in anderen Teilen der Pflanze wirken, um sie dort vor den Gefahren der unberechenbaren Elektronen zu schützen. Ein Arzt nannte die proteinreichen, fettreichen und kohlenhydratarmen Diäten einmal die Mach dich krank Diäten und ich finde diesen Namen sehr passend. Mindestens 99% der Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, stammen aus Obst, Gemüse und Getreide. Wenn diese Nahrungsmittel im unverarbeiteten, unraffinierten, naturbelassenen Zustand konsumiert werden, dann befindet sich ein großer Teil der Kohlenhydrate in der sogenannten komplexen Form. Obst, Gemüse und ungeschältes Getreide sind die gesündesten Nahrungsmittel, die Sie konsumieren können und sie bestehen hauptsächlich aus Kohlenhydraten. Kopfsalat, eine der nährstoffärmsten Gemüsesorten, die Sie zu sich nehmen können, und Dosentomaten, die wahrscheinlich nur ein Abbild des Pizza- und Pasta-Konsums liefern, die durchschnittliche Kalorienaufnahme pro Kilogramm des Körpergewichts war 30% höher unter den am wenigsten aktiven Chinesen als bei den durchschnittlichen Amerikanern. Und trotzdem war ihr Körpergewicht um 20% geringer. Alle Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln wirken zusammen, um entweder Gesundheit oder Krankheit hervorzubringen.
Je mehr wir glauben, dass ein einzelner Bestandteil ein ganzes Nahrungsmittel ausmacht, desto mehr verirren wir uns in Schwachsinn. Aber als wir die Blutcholesterinspiegel in China erfassten, waren wir schockiert. Sie reichten von 70 bis 170 Milligramm pro Deziliter. Ihr höchster Wert war unser niedrigster Wert. Und ihr niedrigster Wert war in den Tabellen unserer Ärztepraxen nicht mehr zu finden. Es wurde offenbar, dass unsere Auffassung von normalen Werten oder Bandbreiten nur auf westliche Menschen zutraf, die eine westliche Ernährung zu sich nahmen. Und jetzt geht es anschließend um Überflusskrankheiten. Herzerkrankungen sind die Nummer 1 der Todesursachen seit beinahe 100 Jahren. Die Sterblichkeitsrate bei Frauen liegt aufgrund von Herzerkrankungen 8-mal so hoch wie ihre Sterblichkeitsrate infolge von Brustkrebs. Einer von 3 Menschen, die einen Herzinfarkt haben, sterben beim ersten Mal daran. Die Bergbewohner Papua-Neuguineas beispielsweise tauchen ziemlich oft in Forschungen auf, weil Herzerkrankungen in ihrer Gesellschaft so selten vorkommen. Amerikanische Männer starben an Herzkrankheiten in einem Ausmaß, das beinahe 17-mal so hoch war wie das der entsprechenden chinesischen Männer. Die Gesellschaften, die eine niedrigere Häufigkeit von Herzkrankheiten aufweisen, essen weniger gesättigte Fette und weniger Tierproteine und mehr ungeschältes Getreide, Obst und Gemüse. Nahrungsmittel tierischer Herkunft standen in direktem Zusammenhang mit hohem Blutcholesterin und pflanzliche Nahrungsmittel standen in direktem Zusammenhang mit niedrigem Blutcholesterin. Heutzutage wissen wir, dass die Aufmerksamkeit, die den Fetten und dem Cholesterin zuteil wurde, irreführend war. Niemand dachte an die Möglichkeit, dass Fette und Cholesterin lediglich ein Indikator für den Konsum von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft war. Je mehr Tierprotein gegessen wird, desto mehr Herzkrankheiten treten auf. Zu beachten ist, dass pflanzliches Protein, zum Beispiel Sojaprotein, den Cholesterinspiegel drastisch senkt. Der Konsum von pflanzlichem Protein kann den Cholesterinspiegel effizienter senken als die Reduktion der Fett- und Cholesterinaufnahme. Studien belegen, dass die Patienten, die sich einer Bypass-Operation unterziehen, nicht weniger Herzinfarkte erleiden als jene, die nicht operiert wurden. Laut US News and World Report liegt das beste medizinische Behandlungszentrum für Herzerkrankungen in Cleveland, Ohio. Nachdem er mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht hatte, wurde Dr. Esselstyn zum besten Arzt in den USA 1994-1995 ernannt. Die Eigenschaft, die ich an Esselstyn am meisten schätze, hat jedoch nichts mit seinem Lebenslauf oder seinen Auszeichnungen zu tun. Es ist seine grundlegende Suche nach Wahrheit. 3/4 aller Menschen auf diesem Planeten leiden nicht an Herzkrankheiten, eine Tatsache, die in direktem Zusammenhang mit ihrer Ernährungsweise steht. Also beschloss Esselstyn, die Auswirkungen einer Ernährung basierend auf vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln auf Menschen mit bestehender koronarer Herzkrankheit zu untersuchen. Wenn Sie jemals von der Verbindung zwischen Ernährung und Herzkrankheiten außerhalb von Dr. Esselstyn gehört haben, dann aller Wahrscheinlichkeit nach aufgrund der Forschungen von Professor Dr. Dean Ornish.
Es gibt keine größere Respektlosigkeit eines Arztes gegenüber seinen Patienten als das Vorenthalten potenziell lebensrettender Informationen aufgrund der Mutmaßung, dass Patienten ihre Lebensgewohnheiten nicht ändern wollen. Während uns gesagt wird, dass ein Blutcholesterinspiegel von 200 Milligramm pro Deziliter wünschenswert ist, wissen wir, dass 35% aller Herzinfarkte Amerikaner treffen, die einen Cholesterinspiegel zwischen 150 und 200 Milligramm pro Deziliter aufweisen. Ein wirklicher sicherer Cholesterinspiegel ist erst unter 150 Milligramm pro Deziliter. Die Lösung aller Gewichtsprobleme ist eine Ernährung, die auf vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln basiert, verbunden mit einem angemessenen Maß an körperlicher Betätigung. Denken Sie daran, dass eine strikte vegetarische Kost nicht notwendigerweise das gleiche ist wie eine Kost, die auf vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln basiert. Und jetzt höre ich für einen Moment auf mit dem Zitieren. Wenn Sie also bei einem Bio-Supermarkt die Fleischersatzprodukte aus Soja kaufen, dann vergiften Sie sich damit genauso wie mit den antibakteriell aufgeladenen Fleischprodukten aus der KZ-Haltung in Deutschland und der Welt. Jetzt aber weiter mit dem Buch Die China Study von Colin Campbell. Gewichtsabnahme aufgrund einer Kalorienreduktion führt selten zu einer langfristigen Beibehaltung des Gewichtes. Beide Formen des Diabetes beginnen damit, dass der Glukosestoffwechsel nicht mehr normal funktioniert. Wenn sich bei einem Menschen Diabetes entwickelt, bricht dieser Stoffwechselvorgang zusammen. Diabetiker vom Typ 1 können keine angemessene Menge an Insulin produzieren, weil die insulinproduzierenden Zellen ihrer Bauchspeicheldrüse zerstört wurden. Dies ist das Ergebnis davon, dass der Körper sich selbst attackiert, was den Typ 1 Diabetes zu einer Autoimmunerkrankung macht. Typ 1 Diabetes und andere Autoimmunerkrankungen werden im Kapitel 2.5 abgehandelt. Diabetiker vom Typ 2 können zwar Insulin produzieren, aber das Insulin erfüllt seine Aufgabe nicht. Das wird Insulinresistenz genannt, was bedeutet, dass wenn das Insulin erst einmal seine Befehle gibt, den Blutzucker in die Zellen zu transportieren, diese aber nicht darauf reagieren. Das Insulin bleibt unwirksam und der Blutzucker wird nicht richtig metabolisiert. Ich unterbreche jetzt die Lektüre aus dem Buch und verweise auf die im Internet viral gewordenen Medienvorträge von Professor Dr. Robert Lustig aus der University of San Francisco, Zweigstelle San Francisco, Sugar the Bitter Truth. Interessant ist auch, dass früher der Diabetes 2 eigentlich als Alterszucker gekennzeichnet wurde und inzwischen Kinder Diabetes 2 entwickeln. In einem Umfang, der erschreckend ist. Die Verantwortlichen in Industrie, Politik und Wissenschaft und Medizin werden, wenn sie dann gestorben sind, dafür im Fegefeuer rösten. Jetzt weiter zum Buch von Colin Campbell, die China Study. Ich habe jetzt einige Seiten nichts gegelbt und markiert, sodass Sie das Blättern hören. Und jetzt wieder aus dem Buch, die China Study von Colin Campbell, Professor an der Cornell University und berühmter Forscher der China Study. Das Tierprotein, das wir konsumieren, hat die Tendenz, die Produktion von aktivem Vitamin D zu blockieren, was zu einem niedrigen Blutspiegel des 25 UHD führen kann. Wenn diese niedrigen Werte bestehen bleiben, kann das zu Prostatakrebs führen. Darüber hinaus kann eine beständig gesteigerte Aufnahme von Calcium Bedingungen schaffen, die zum Abfall des aktiven Vitamin D führen, wodurch das Problem verstärkt wird. Welches Nahrungsmittel enthält nun beides? Tierprotein und große Mengen an Kalzium, Milch und andere Milchprodukte. In diesem Zusammenhang außerhalb des Buches noch der Hinweis auf Professor Dr. Bruce Hollis,
leicht zu finden bei YouTube. Wenn Sie über Vitamin D und die Biochemie desselben Bescheid wissen wollen, kommen Sie an Bruce Hollis nicht vorbei. Jetzt zurück zur China Study. In Finnland tritt Typ 1 Diabetes 36 Mal häufiger auf als in Japan. In Finnland werden große Mengen von Kuhmilchprodukten konsumiert, sehr wenig dagegen in Japan. Eine Studie zeigt, dass der Konsum von Kuhmilch das Risiko für Typ 1 Diabetes um das 5- bis 6-fache bei Kindern erhöht. Wir vergiften unsere Kinder und Jugendlichen in der Schulspeisung. Menschliche Muttermilch ist die vollkommene Nahrung für einen Säugling und einer der gesundheitsschädigsten Fehler, den eine Mutter begehen kann, ist, ihre eigene Milch durch Kuhmilch zu ersetzen. Ist es möglich, dass Kuhmilch und ein Mangel an Sonnenlicht eine ähnliche Auswirkung auf MS und andere Immunerkrankungen haben, weil sie sich ähnlicher Wirkmechanismen bedienen? Das könnte sehr interessant sein, wenn es sich als wahr erweist. Wie sich herausstellte, ist diese Annahme nicht so verrückt. Bei diesem Mechanismus geht es einmal mehr um Vitamin D. Es gibt experimentelle Tierversuche mit Lupus, MS, rheumatoider Arthritis und entzündlichen Darmerkrankungen, zum Beispiel Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, von denen jede eine Autoimmunerkrankung ist. Vitamin D, das jeweils über einen ähnlichen Mechanismus wirkt, verhindert die experimentelle Entstehung jeder dieser Krankheiten. Die Geschichte wird noch interessanter, wenn man die Auswirkungen der Ernährung auf Vitamin D bedenkt. Der erste Schritt erfolgt, wenn Sie an einem sonnigen Tag nach draußen gehen. Wenn das Sonnenlicht auf ihre Haut auftrifft, produziert Ihre Haut Vitamin D. Ich unterbreche hier, ich weise vorsorglich physikalisch darauf hin, in Deutschland in der Zeit von Oktober bis März ist der Einfallswinkel der Sonne so, dass der Schatten größer ist als die Körpergröße. Und in diesem Zeitraum, wenn der Schatten größer ist als die Körpergröße, kann die Sonne auf ihrer Haut in Deutschland, beginnend auf 40 Grad nördlicher Breite, also ab Rom, kein Vitamin D in der Haut bilden. Das wird oft vernachlässigt. Und ich weise an dieser Stelle auf die Homepage vitamind3.info hin, wo diese ganzen Zusammenhänge sehr ausführlich findbar sind, wenn sie denn gefunden werden wollen. Jetzt weiter in der China Study. Der erste Schritt erfolgt, wenn Sie an einem sonnigen Tag nach draußen geht. Wenn das Sonnenlicht auf Ihre Haut auftrifft, produziert Ihre Haut Vitamin D. Dieses muss daraufhin in der Niere aktiviert werden, damit eine Form des Vitamins gebildet wird, die mitwirkt, um die Entstehung von Autoimmunerkrankungen zu unterdrücken. Ich unterbreche an dieser Stelle. Zum Zeitpunkt, als Colin Campbell dieses Buch geschrieben hat, war das so richtig. Inzwischen wissen wir, dass das heute nicht mehr Stand der Wissenschaft ist. Es gibt verschiedene biochemische Prozesse. Dieser von Campbell beschriebene Weg ist der am längsten bekannte. Inzwischen gibt es andere biochemische Wege, die an der Niere und an der Leber vorbei direkt in den Zellen Vitamin D in der aktiven Form Calcitriol bilden können. Also Sie können die Informationen über Vitamin D von Colin Campbell, so verdienstvoll sein Buch, die China Study auch ist, in Sachen mit Vitamin D nicht mehr als den letzten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis betrachten. Hierfür ist es dann besser, sich die Interviews von Professor Hollig, Professor Hollis und Professor Coimbra, der in São Paulo MS mit Hochdosen von Vitamin D geheilt hat, sich durchzulesen. Sie finden die Interviews einmal in dem Buch Wege zur Gesundheit von der Bürgervereinigung Orthomolekulare Aufklärung Isernhagen und einmal in dem Arbeitsbuch zum Isernhagener Workshop Wege zur Gesundheit am 22. Oktober 2017. Also hier weiter im Text bei Colin in der China Study. Dieses muss daraufhin in der Niere aktiviert werden, damit eine Form des Vitamins gebildet wird, die mitwirkt, um die Entstehung von Autoimmunerkrankungen zu unterdrücken. Wie wir bereits an früherer Stelle gesehen haben, kann dieser entscheidende Aktivierungsschritt von Nahrungsmitteln gehemmt werden, die sowohl reich an Calcium als auch reich an säurebildenden Tierproteinen sind, wie es bei Kuhmilch der Fall ist. Es gibt auch Getreidearten, die einen Säureüberschuss bilden.
Unter experimentellen Bedingungen wirkt das aktive Vitamin D auf zweierlei Arten. Es hemmt die Bildung bestimmter T-Zellen und ihre Produktion von aktiven Wirkstoffen, genannt Zytokine, die eine Autoimmunantwort initiieren würden. Wir blättern erneut. Die Wissenschaftler erklärten, dass Tierprotein im Gegensatz zu pflanzlichem Protein zu einem Säureüberschuss im Körper führt. Ein Säureüberschuss bedeutet, dass unser Blut und das Gewebe säurehaltiger werden. Der Körper bekämpft das saure Umfeld, indem er Calcium als sehr effektive Lauge einsetzt, um die Säure zu neutralisieren. Dieses Calcium muss allerdings von irgendwoher kommen. Letztendlich ist es so, dass das Calcium aus den Knochen herausgezogen wird. Der Calciumverlust schwächt die Knochen, was das Risiko von Knochenbrüchen erhöht. In unserer China Study, wo das Verhältnis von tierischem zu pflanzlichem Proteinkonsum in den ländlichen Gebieten in China 10% betrug, ist die Frakturhäufigkeit nur ein Fünftel von der in den USA. Nigeria weist einen Anteil von tierischem gegenüber pflanzlichem Protein auf, der lediglich 10% von jenem in Deutschland ist, und das Auftreten von Hüftfrakturen ist um über 99% niedriger als in Deutschland. Reichlich Calcium ist in einer großen Bandbreite pflanzlicher Nahrungsmittel enthalten, zum Beispiel in Bohnen und Blattgemüse. So besteht die Mehrzahl der Steine, also da geht es um Nierensteine, so besteht die Mehrzahl der Steine aus Calcium und Oxalat. Diese Calcium-Oxalat-Steine kommen relativ häufig in westlichen Ländern vor und sind relativ selten in nicht industrialisierten Ländern. Ich steige kurz wieder aus dem Buch aus und weise darauf hin, dass das Gerücht, Vitamin C in Hochdosis könne Nierensteine erzeugen, gelogen ist bei den Leuten, die wissen, dass es nicht so ist, und dumm bei den Leuten, die gar keine Ahnung von der Forschung haben. Zurück zur China Study von Colin Campbell. Ja, das ist richtig. Ich bin gerade dabei, Ihnen zu sagen, dass Sie erblinden können, wenn Sie Nahrungsmittel tierischer Herkunft statt pflanzliche Nahrungsmittel essen. Die Forscher entdeckten, dass ein höherer Konsum von Carotinoiden mit einer geringeren Häufigkeit von Makuladegeneration einherging. Diese beiden Augenleiden, Makuladegeneration und Katarakt, treten auf, wenn wir zu wenig dunkelgrünes Blattgemüse essen. Der andere Demenztyp, Alzheimer, tritt auf, wenn ein Protein namens Beta-Amyloid in kritischen Gehirnarealen als Plaque angehäuft wird, so ähnlich wie die cholesterinbeladenen Plaques, die sich bei kardiovaskulären Erkrankungen ansammeln. Folsäure ist eine Verbindung, die hauptsächlich in pflanzlichen Nahrungsmitteln wie grünem Gemüse und Blattgemüse vorkommt. Homozystein ist eine Aminosäure, die bei der Verdauung von Methionin entsteht, eine Aminosäure, die hauptsächlich in tierischem Protein enthalten ist. Sie werden sich manchmal wundern, warum ich so einzelne Zitate so unkommentiert hinstelle. Das soll Sie motivieren, selber zu recherchieren, denn nur durch eigene Forschung macht man sich unabhängig vom korrupten Medizinsystem in Deutschland. Weiter im Buch. Sie haben mitverfolgt, dass es eine überwältigende wissenschaftliche Beweislast für eine einfache, optimale Ernährungsform gibt. Eine auf vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln basierende Ernährung. An dieser Stelle wieder ein Ausstieg aus dem Buch. Wenn Sie wissen wollen, was vollwertig bedeutet, dann lesen Sie die Bücher von Dr. Medent Schnitzer und von Dr. Max Otto Brucker, die schon sehr lange in Deutschland verfügbar sind, lange bevor Professor Campbell mitgekriegt hat, dass er falsch ausgebildet wurde. Also vollwertig ist nicht vegetarisch. Vollwertig ist etwas sehr viel weitergehendes. Und weiter im Buch die China Study. Die gesundheitlichen Risiken einer westlichen Ernährung
können durch das Einnehmen von Nährstoffpillen, also Nahrungsergänzungsmitteln, nicht bewältigt werden. Ich steige wieder aus dem Buch aus. In einer Hinsicht ist das Buch von Campbell etwas defizitär. Bei Vitamin C, Vitamin D3 und Vitamin K2 ist er nicht auf dem Stand der Forschung. Wir Menschen brauchen wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel für Vitamin C Zuführung und für Vitamin D in den Wintermonaten und für Vitamin K2, weil wir durch die Ernährung das nicht so zuführen können. Bei Vitamin K2 müssten wir schon Natto futtern und das schmeckt furchtbar. Also seine Ablehnung von allen Nahrungsergänzungsmitteln ist zu weitgehend. Vitamin C brauchen Sie zwischen 4 und 18 Gramm. Linus Pauling hat 18 Gramm pro Tag eingenommen und es hat ihm gut getan. Also bei Vitamin C, Vitamin D3 und Vitamin K2 müssen Sie selbstständig weiter recherchieren. Für diese drei Vitamine genügt die China Study als Grundlage für das eigene Lebensstilverhalten nicht. Weiter im Buch die China Study. Es gibt praktisch keine Nährstoffe in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs, die nicht in besserer Form von Pflanzen bereitgestellt werden. Wir speichern Vitamin B12 schätzungsweise 3 Jahre lang. Was veranlasst Gene, ruhend zu bleiben oder aktiv zu werden? Die Antwort ist die Umwelt, insbesondere die Ernährung. Deswegen gibt es ja auch das neue Fachgebiet Epigenetik. Menschen, die auswandern, übernehmen die Krankheitsrisiken des Landes, in das sie einwandern. Sie ändern nicht ihre Gene und trotzdem fallen sie Krankheiten und Leiden in einem Ausmaß zum Opfer, das unter ihrer Heimatbevölkerung selten ist. In anderen Worten ist es die Ernährung, die in erster Linie bestimmt, welchen Verlauf eine Krankheit nimmt. Zu alledem stellt es sich heraus, dass wenn wir so essen, dass unsere Gesundheit am besten gefördert wird, wir auch die Gesundheit unseres Planeten fördern. Indem wir vollwertige pflanzliche Nahrungsmittel essen, brauchen wir weniger Wasser, weniger Land, weniger Ressourcen und wir produzieren weniger Schadstoffe und weniger Leid für unsere Nutztiere. An dieser Stelle ein Exkurs. Inzwischen weiß man, dass die landwirtschaftliche Fleischproduktion mehr CO2 verursacht als das gesamte Verkehrssystem des Planeten. Zurück zur China Study. Die Empfehlungen aller maßgeblichen Studien sind so einfach, dass ich sie in einem einzigen Satz zusammenfassen kann. Essen Sie vollwertige pflanzliche Nahrungsmittel und reduzieren Sie den Konsum von raffinierten, mit Salzen und Fetten angereicherten Speisen auf ein Mindestmaß. Ich empfehle Ihnen, alle Tierprodukte aus Ihrer Ernährung wegzulassen, aber beschäftigen Sie sich nicht zwanghaft damit. Wenn eine geschmackhafte Gemüsesuppe auf einem Hühnerfond basiert oder ein herzhafter Laib Vollkornbrot eine kleine Menge Eier enthält, dann lassen Sie sich deswegen keine grauen Haare wachsen. Diese Mengen sind ernährungstechnisch gesehen vernachlässigbar. Das ist das größte Hindernis zur Umstellung auf eine Ernährung, die auf Pflanzen basiert. Die meisten Menschen, die davon hören, ziehen das nicht ernsthaft in Erwägung, ungeachtet des wirklich eindrucksvollen gesundheitlichen Nutzens. Rechnen Sie nicht mit der Unterstützung Ihrer Familie, Ihrer Freunde oder Ihrer Arbeitskollegen. Aus welchen Gründen auch immer empfinden es viele Menschen als bedrohlich, dass sie nun vegetarisch oder vegan essen. Meine Schwester gab mir ein Rezept für einen westafrikanischen Erdnusseintopf, der einfach toll war. Angemerkt sei an dieser Stelle, ich bin noch auf der Suche nach diesem Rezept. Jetzt wieder zurück zur China Study. Nachdem ich eine volle Professur an der Cornell-Universität angenommen hatte. Ich habe dieses Zitat genommen, um darauf hinzuweisen, dass Professor Campbell an einer führenden Einrichtung Ernährungswissenschaften geforscht hat
und nicht irgend so auf der Brennsuppe dahergeschwommen kommt. Wie so viele andere Leute in Deutschland, die von nichts Ahnung haben, aber davon eine Menge. Zurück zur China Study. Die Nurses Health Study leidet an Mängeln, die ihre Ergebnisse ernsthaft verdirbt. Sie ist das Paradebeispiel, wie Reduktionismus in der Wissenschaft gewaltige Mengen an Verwirrung und Fehlinformationen kreieren kann, selbst wenn die involvierten Forscher ehrlich sind und über gute Absichten und Positionen an Spitzeninstitutionen der Welt verfügen. Kaum eine andere Studie fügte dem Gebiet der Ernährung mehr Schaden zu als die Nurses Health Study. Sie sollte als Warnung für den Rest der Wissenschaft dienen, als etwas, wie man es keinesfalls angehen sollte. Exkurs: Sollten Sie sich für Studiendesignfragen interessieren, gibt es auf der Homepage vitamind3.info ein Unterkapitel Studien, wo Sie verstehen werden, warum die meisten Studien ernährungswissenschaftlicher Art, zum Beispiel die Nurses Study, objektiver Schrott sind und Artefakte produziert hat. Zurück zur China Study. Dieses Problem, eine Bevölkerung zu untersuchen, die einheitlich eine risikoreiche Ernährung zu sich nimmt und die Unterschiede im Konsum jeweils eines Nahrungsbestandteiles oder Nährstoffes anzusehen, ist nicht auf die Nurses Health Study beschränkt. Es trifft auf praktisch alle Studien zu, die westliche Probanden untersuchen. Zudem bringt es nichts oder nur wenig, wenn man die Ergebnisse vieler groß angelegter Studien zusammenfassend analysiert, um zuverlässige Resultate zu erhalten, wenn alle Studien die gleichen Ausgangsmängel aufweisen. Gelegentlich, wenn sich unsere Wege kreuzten, führten Professor Willett und ich Diskussionen über die Untersuchungsergebnisse bezüglich Fett aus der China Study und der Nurses Health Study. Jedes Mal brachte ich dasselbe Argument vor: vollwertige Nahrungsmittel, Ernährungsformen, die auf pflanzlichen Nahrungsmitteln basieren und die naturgemäß fettarm sind, kommen in der Nurses Health Study Kohorte nicht vor. Aber dies sind jene Ernährungsweisen, die für unsere Gesundheit am gewinnbringendsten sind. Professor Willett hat als Antwort darauf mehr als einmal gesagt, Zitat: Sie mögen vielleicht recht haben, Colin, aber die Menschen wollen diesen Weg nicht gehen. Ende des Zitats. Diese Bemerkung hat beunruhigende Konsequenzen. Wissenschaftler sollten Konzepte und Anschauungen nicht verwerfen, nur weil wir meinen, dass die Öffentlichkeit sie nicht hören will. Und wir blättern weiter. In dem Kapitel Die Wissenschaft der Industrie mit lesenswerten Texten, aus denen ich aber nicht zitieren will, weil die Industrie sowieso korrupt ist und uns umbringen will mit ihrem Profitstreben. Aber hier dann auf Seite 323 geht es weiter. Obwohl Sie wahrscheinlich wissen, dass Orangen eine gute Vitamin-C-Quelle sind, so werden Sie vielleicht überrascht darüber sein, dass viele andere pflanzliche Nahrungsmittel erheblich mehr enthalten. Paprika, Erdbeeren, Brokkoli oder Erbsen. Sie alle enthalten bei gleicher Menge mehr davon. Eine Papaya hat sogar viermal mehr Vitamin C als Orange. Exkurs: Mich würde nämlich interessieren, ob er die rohköstlichen Erbsen meint oder die gekochten Erbsen. Denn wenn Vitamin C erhitzt wird, dann ist das nicht so prall für das Vitamin C. Zurück zum China Study Text. Würde ich eine Orange essen, um meinen Vitamin C-Bedarf abzudecken? Nein. Würde ich eine Orange essen, weil sie ein gesundes, pflanzliches Nahrungsmittel mit einem komplexen Netzwerk aus chemischen Stoffen ist, das ziemlich sicher gesundheitlichen Nutzen bringt? Ganz sicher. Mehr Menschen sterben aufgrund ihrer Ernährungsweise als infolge von Rauchen, Unfällen oder irgendeinem anderen Lebensstil oder Umweltfaktor. Und dann geht es weiter in dem Kapitel Die US-Regierung, dient sie dem Volk? Sehr lesenswert, aber ich wollte nur wenig zitieren. Also hier geht es weiter. Nachdem ich über 20 Jahre lang Mitglied von mehreren Expertenausschüssen war, die Richtlinien über Ernährungs- und Gesundheitsfragen festlegen, war ich der Ansicht, diese Ausschüsse dienten der Gesundheitsförderung der Konsumenten. Ich glaube nicht länger, dass dem so ist.
Fast immer sind diese Studien so angelegt, dass sie nur mit jeweils einem Nährstoff herumforschen. Und zwar in einer Versuchsgruppe, in der einheitlich eine risikoreiche Kost basierend auf Tierprodukten konsumiert wird. Diese Studien weisen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für die Schaffung einiger sehr teurer Irrtümer auf, die wir kaum brauchen. Im Jahre 2000 fasste dies Dr. Marcia Angell, die frühere Chefredakteurin des New England Journal of Medicine, treffend zusammen, indem sie schrieb, Zitat, die Pharmaindustrie erfreut sich außergewöhnlicher Begünstigungen und Subventionen seitens der Regierung. Ein Großteil der anfänglichen Grundlagenforschung, die zur Entwicklung eines Medikaments führen kann, wird von den National Institutes of Health finanziert. Gewöhnlich erst viel später, wenn die Forschung einen praktischen Gewinn verspricht, werden die Pharmafirmen einbezogen. Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass sich die Regierung, wenn es um die Gesundheit geht, nicht für die Menschen einsetzt. Sie ist auf der Seite der Lebensmittelindustrie und der Pharmaindustrie auf Kosten der Menschen. Es ist ein systemisches Problem, bei dem Industrie, Wissenschaft und Regierung miteinander über die Gesundheit dieses Landes bestimmen. Das System stellt eine Verschwendung von Steuergeldern dar und schädigt unsere Gesundheit tiefgreifend. Wann waren Sie das letzte Mal beim Arzt und wurden darüber informiert, was Sie essen sollten und was nicht? Wahrscheinlich machten Sie diese Erfahrung noch nie. Also warum wird Ernährung vom medizinischen System nicht ernst genommen? Die Antwort besteht aus vier Worten: Geld, Ego, Macht und Kontrolle. Als wir darüber reden, wie widerwillig Ärzte eine vollwertige pflanzliche Ernährung akzeptieren, sagte Professor Esselstyn, Zitat, lassen wir uns nicht frustrieren. Das sind keine bösen Menschen. Es gibt 60 Kardiologen an der Cleveland Clinic. Unzählige davon sind heimlich von dem überzeugt, was ich tue. Aber aufgrund der Machtstrukturen haben sie einfach Angst um ihre Karriere. Esselstyn stellte fest, dass die bloße Behauptung, dass die Patienten selbst ihre eigene Gesundheit steuern können, für viele Ärzte bereits eine Herausforderung ist. Diese Experten sind im Grunde genommen als Gesundheits- und Heilspender aufgebaut worden. Intellektuell gesehen ist der Gedanke, dass der Patient das selbst mit größerem Eifer, größerer Effizienz und nebenwirkungsfreier machen kann, alleine schon eine Herausforderung. Und es ist etwas von Beständigkeit. Egal wohin Sie sehen, 99% der Menschen essen nicht richtig. Die Zahlen sind gegen Sie. Für diese 99% ist es sehr schwierig, die restlichen 1% anzusehen und zuzugeben, ja, Sie haben recht und wir alle liegen falsch. Nach Professor Esselstyns Erfahrung passt das Ausmerzen einer Krankheit nicht zum Status quo des Medizinbetriebs. Der medizinische Status quo setzt stark auf Medikation und Operationen ohne Ernährung und Lebensführung zu beachten. Ärzte haben praktisch keinerlei Ausbildung auf dem Gebiet der Ernährung und wie sie mit Gesundheit im Zusammenhang steht. Diese Situation ist alarmierend. Die Ernährungsausbildung von Ärzten ist nicht bloß unzureichend, sie ist praktisch gesehen nicht existent. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass Ihr Arzt mehr Wissen über Ernährung und ihre Verbindung zur Gesundheit aufweist als Ihre Nachbarn oder Arbeitskollegen. Der gesundheitliche Schaden, der aus der Unwissenheit der Ärzte über Ernährung entsteht, ist bestürzend. Und jetzt geht es zu Dr. John McDougall. Dr. John McDougall engagiert sich bereits länger als jeder andere Arzt, den ich kenne, für eine auf vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln basierende Lebensführung. Nach Beendigung seiner ärztlichen Ausbildung eröffnete Dr. John McDougall eine Praxis auf der hawaiianischen Insel Oahu. Er begann Bücher über Ernährung und Gesundheit zu schreiben und baute sich einen landesweiten Ruf auf.
Mitte der 1980er Jahre nahm das St. Helena Krankenhaus in Napa Valley, Kalifornien mit ihm Kontakt auf und fragte an, ob John die Leitung ihres Gesundheitszentrums übernehmen würde. Dem war in der Biografie von McDougall Folgendes vorausgegangen. In seiner Jugend aß John die typische reichhaltige amerikanische Kost. Wie er selbst sagt, feierte er 4 Feste am Tag. Ostern zum Frühstück, Thanksgiving zum Mittag, Weihnachten zum Abendessen und eine Geburtstagsparty zum Dessert. Dieser Lebenswandel holte ihn ein. Und im Alter von 18 Jahren, als er gerade einige Monate am College war, erlitt John einen Schlaganfall mit 18. Als er sich davon erholte, entwickelte er eine neue Wertschätzung für das Leben und studierte überaus erfolgreich an der Medizinischen Hochschule in Michigan und absolvierte ein Praktikum auf Hawaii. Dort auf Hawaii eröffnete er dann auch eine Praxis, wo er tausende Patienten behandelte, von denen einige erst kürzlich aus China oder den Philippinen eingewandert waren und einige bereits seit 4 Generationen als Sino- oder Filipino-Amerikaner dort auf Hawaii lebten. Auf Hawaii wurde John McDougall zu einem unglücklichen Arzt. Viele der Gesundheitsprobleme seiner Patienten waren das Resultat chronischer Krankheiten wie Adipositas, Diabetes, Krebs, Herzkrankheiten und Arthritis. John behandelte sie, wie er es in seiner Ausbildung gelernt hatte, mit den herkömmlichen Methoden und Medikamenten. Aber nur sehr wenige von ihnen wurden gesund. Ihre chronischen Krankheiten blieben bestehen und John realisierte schnell, dass er als Arzt an massive Grenzen gestoßen war. Er erkannte bald noch etwas anderes bei seinen Patienten. Die erste und zweite Generation Amerikaner aus Asien, die sich eher traditionell ernährten mit asiatischen Grundnahrungsmitteln wie Reis und Gemüse, waren fitter und gesünder und litten nicht in dem Maße an chronischen Erkrankungen wie die anderen Patienten. Die dritte und vierte Generation von Amerikanern asiatischer Herkunft hatten jedoch die amerikanischen Essgewohnheiten vollständig übernommen und kamen häufig mit Adipositas, Diabetes und vielen anderen chronischen Erkrankungen zu ihm. Diese Menschen ließen Dr. McDougall schon erahnen, wie wichtig die Ernährung für die Gesundheit ist. Weil John die Menschen nicht heilen konnte und Medikamente und Eingriffe nicht sehr wirksam waren, entschloss er sich zu einer Facharztausbildung am Queens Medical Center in Honolulu. Dort erkannte er auch die Spielregeln des medizinischen Establishments und wie die medizinische Ausbildung das gewollte ärztliche Denken formte. John begann seine Facharztausbildung in der Hoffnung, herkömmliche Behandlungsmethoden zu perfektionieren und bekannte Medikamente besser anwenden zu lernen, um ein besserer Arzt zu werden. Er erkannte bald, dass die ärztlichen Autoritäten mit den bekannten therapeutischen Mitteln nicht erfolgreicher behandelten als er. Deren Patienten blieben nicht nur krank, sie wurden noch kränker. John erkannte, dass etwas mit dem System nicht stimmte und nicht mit ihm. Also begann er, die wissenschaftliche Literatur zu lesen. Genau wie Dr. Esselstyn gelangte John bald zu der Überzeugung, dass eine Ernährung aus vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln nicht nur das Potenzial hatte, Krankheiten zu verhindern, sondern sogar zu heilen. Er musste allerdings auch feststellen, dass diese Erkenntnis nicht sehr wohlwollend von seinen Lehrern und Kollegen aufgenommen wurde. In diesem Umfeld wurde Ernährungstherapie als Quacksalberei betrachtet. John fragte zum Beispiel, hat nicht die Ernährungsweise mit Herzkrankheiten zu tun? Und seine Kollegen antworteten, dass dies wissenschaftlich umstritten wäre. John fuhr fort, die wissenschaftlichen Forschungen zu lesen und mit seinen Kollegen darüber zu kommunizieren und wurde nur noch ratloser. Wenn ich mir die Literatur ansah, konnte ich keinerlei Kontroverse finden. Es war absolut eindeutig, was die Untersuchungen besagten. Während dieser Jahre begann John zu verstehen, warum so viele Ärzte behaupteten, dass die Ernährungsfrage kontrovers war. Der Wissenschaftler sitzt an seinem Frühstückstisch, in einer Hand die Zeitung, in der steht, dass Cholesterin deine Arterien zersetzt und dich tötet, und er in der anderen Hand eine Gabel, mit der er sich Eier mit Speck in den Mund schaufelt. Und das ist die Kontroverse. John erzählt von der Begegnung mit einem 38-jährigen Mann, der bereits den zweiten Herzinfarkt erlitten hatte. Als Assistenzarzt, nicht sein primär behandelnder Arzt, fragte er den Patienten,
was er tun würde, um einen dritten, eventuell tödlichen Herzinfarkt vorzubeugen. Sie sind 38 Jahre alt, haben eine schöne, junge Frau und 5 Kinder. Was machen Sie, um Ihre Frau davor zu bewahren, Witwe zu werden und Ihre Kinder davor, vaterlos zu werden? Der Mann war niedergeschlagen und entmutigt und sagte, es gibt nichts, das ich tun könnte. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich mache Sport und ich befolge dieselbe Diät, zu der mir der Diätassistent nach meinem letzten Herzinfarkt geraten hat. Es gibt nichts anderes mehr, was ich tun könnte. John erzählte dem Paar, was er über Ernährung gelernt hatte. Er wies darauf hin, dass der Mann seine Krankheit vielleicht rückgängig machen könnte, wenn er sich richtig ernährte. Der Patient und seine Frau nahmen die Neuigkeiten mit großem Enthusiasmus auf. John sprach sehr lange mit ihnen, verließ den Raum und fühlte sich großartig. Endlich hatte er jemandem helfen können. Endlich hatte er das Gefühl, seine Arbeit gut erledigt zu haben. Das hielt ungefähr 2 Stunden an. Er wurde in das Büro des Chefarztes gerufen. Der Chefarzt verfügt über die absolute Amtsgewalt über die Assistenzärzte. Wenn er einen Assistenzarzt feuert, ist dieser nicht nur seinen Job los, er ist auch am Ende seiner Karriere. Das aufgeregte Paar hatte dem behandelnden Arzt erzählt, was es gerade erfahren hatte. Der Arzt entgegnete den beiden, dass dies nicht stimme und meldete John umgehend dem Chefarzt. Der Chefarzt führte ein ernstes Gespräch mit John. Er hätte seine Kompetenzen als Assistenzarzt weit überschritten. John sollte die Medizin endlich ernst nehmen und diesen ganzen Unsinn darüber, dass Essen irgendetwas mit Krankheit zu tun hätte, aufgeben. Der Chefarzt verdeutlichte ihm, dass an diesem Punkt sein Job und seine nachfolgende berufliche Laufbahn auf dem Spiel standen. Also biss sich John für den Rest seiner Ausbildung auf die Zunge. Am Tag seiner Abschlussprüfung führten er und der Chefarzt ein letztes Gespräch. John erinnert sich an den Mann als intelligent und gutherzig, aber zu sehr verhaftet im herkömmlichen medizinischen Denken. Der Chefarzt ließ ihn Platz nehmen und sagte, John, ich denke, dass Sie ein guter Arzt sind. Ich will auch, dass Sie wissen, dass ich Ihre Familie schätze. Das ist der Grund, warum ich Ihnen Folgendes sage. Ich mache mir Sorgen, dass Sie mit Ihren verrückten Ideen über Ernährung verhungern werden. Sie werden damit nur einen Haufen Gammler und Hippies anziehen. John hielt etwas inne, um seine Gedanken zu sammeln und sagte daraufhin, das könnte der Fall sein, dann muss ich verhungern. Aber ich kann die Menschen nicht mit Medikamenten und herkömmlichen Therapien behandeln, die nichts bringen. Und außerdem glaube ich, dass sie falsch liegen. Ich glaube nicht, dass es Gammler und Hippies sein werden. Ich denke, dass es erfolgreiche Menschen sein werden, die vieles in ihrem Leben erreicht haben. Sie werden sich fragen, ich bin so erfolgreich, wie kommt es, dass ich so fett geworden bin? Mit diesen Worten sah John auf den üppigen Bauch des Chefarztes und fuhr fort. Sie werden sich fragen, wenn ich so erfolgreich bin, warum sind meine Gesundheit und meine Zukunft außer Kontrolle geraten? Sie werden sich anhören, was ich zu sagen habe, und sie werden es verstehen. John beendete seine formelle medizinische Ausbildung, die lediglich eine Stunde Ernährungsunterricht beinhaltet hatte und in der nur die Wahl der richtigen Säuglingsnahrung vermittelt worden war. Jede Studie, die besagt, dass die praktische Ausbildung in Ernährungsfragen während des Medizinstudiums unzureichend ist, wurde durch Johns Erfahrungen bestätigt. Ein weiteres Zitat von John McDougall: Das Problem mit den Ärzten beginnt bei unserer Ausbildung. Das ganze System wird von der Pharmaindustrie finanziert, von der Ausbildung bis zur Forschung. Die Pharmaindustrie kauft sich die Seelen des medizinischen Berufsstandes. Es beginnt an dem Tag, an dem du in die medizinischen Hochschulen eintrittst. Der gesamte Weg durch das Medizinstudium wird von der Pharmaindustrie unterstützt. Soweit in unserer heutigen Sendung Textstellen aus dem vorzüglichen Buch von Professor T. Colin Campbell und seinem Sohn Thomas M. Campbell, China Study, die wissenschaftliche Begründung für eine vegane Ernährungsweise, 2. Auflage. Wenn Sie die Argumente suchen, die Sie motivieren könnten, Ihren ungesunden Lebensstil zu ändern und nicht so schwer krank zu werden, oder wenn Sie eine Herz-Kreislauf-Krankheit zurückbilden wollen, dann werden Sie wohl sich entscheiden müssen, ob Sie Wahrheit suchen wollen oder nicht. An dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, dass es Bücher gibt über die Mafia-Methoden der Psychopharmaka-Industrie von Professor Dr. Götzsche aus Kopenhagen vom Cochrane-Center. Suchen Sie selbst. Es gibt Hinweise auf die Vergiftungsstrategien der deutschen Zahnärzte mit Amalgam, natürlich auch der amerikanischen Zahnärzte. Sie finden alles das auf unseren Homepages der Bürgervereinigung Orthomolekulare Aufklärung Isernhagen. Sie müssen ein bisschen suchen, aber suchen ist gesund.
Dr. Andrew Saul hat bezeichnenderweise gesagt, wenn Sie gesund werden sollen, müssen Sie sich entscheiden, was Sie dafür zu tun bereit sind. Und wenn Sie das genau überlegen, Sie müssen Ihr Leben massiv ändern und Sie müssen lesen, lesen, lesen. Denn von Ärzten, Apothekern, Heilpraktikern, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dem Bundesinstitut für Risikoabforschung, dem Krebszentrum Heidelberg, den Krankenkassen und anderen kassenärztlichen Vereinigungen, Ärztekammern, ärztlichen Journalisten werden Sie so hübsch belogen, dass die Lüge vorne, hinten und in der Mitte rauskommt und die Pinocchio-Nasen sind so lang, dass man sie gar nicht mehr beschreiben kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.